So, willkommen zurück. Hallo zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes Chapter 1. Und wir haben ein paar Gedankenspiele. Und ich will nochmal mit ihm quatschen. Also, kann ich nicht. I did not do it. You know that. So young and so dead. Die Frage ist jetzt, ich muss jetzt einmal nachschauen. Was kann ich jetzt bei den Gedankenspielen machen? Ich guck mal eben, Fallmappe. Lalalala, so. Angriff der Hinweis, Konzentration. Gedankenspiele. Genau. Hinweise. Für jedes ausgewählte Hinweis wird unten auf dem Bildschirm eine detaillierte Beschreibung angezeigt. Klicke auf den Hinweis, um ihn auszuwählen und versuche, ihn mit anderen Hinweisen zu kombinieren und so Schlussfolgerungen herzuleiten. Manche Schlussfolgerungen führen zu einem neuen Hinweis, der in der Fallmappe angelegt wird. Geschieht dies, erscheint rechts im Gedankenspiele-Bildschirm eine entsprechende Meldung. Die anderen Schlussfolgerungen befinden sich in einem anderen Bildschirm, wo du im Laufe der Zeit den Fall auf Basis deiner Informationen interpretieren kannst. Y drücken, um zwischen den Hinweisen und dem Schlussfolgerung-Bildschirm zu wechseln. Also so ein Symbol, Schlussfolgerung, die so gekennzeichnet sind, können auf verschiedene Weise interpretiert werden. Wähle diejenige Inspiration aus, die du für schlüssig hältst. Schlussfolgerungen sind miteinander verknüpft. Also so, manche Interpretationen können sich widersprechen. Versuche in solchen Fällen oder in einem Fall andere Optionen zu wählen. Sind genügend Schlussfolgerungen vorhanden und es gibt keine Unstimmigkeiten, verbinden sich die Schlussfolgerungen und bilden Versionen des Tathergangs. Am Ende der Gedankenspiele kommt es zum Fazit, bei dem du entscheiden musst, wie Sherlock den Fall abschließen soll. Sherlock muss in Gedankenspielen zwar ein Fazit ziehen, kann dann zurück ins Spiel jedoch eine andere Entscheidung treffen. Du kannst alle Optionen einsehen, bevor du den Fall abschließt und nach einigem Ermessen handeln. Im Gedankenspiele-Interface drücke, um einen Tipp zu erhalten. Also das hier bedeutet, Interpretationen können sich widersprechen. Mystery to investigate my Gedankenspiele. Aber hier widerspricht sich ja gerade nichts, ne? Aber die verbinden sich irgendwann. Aber wie? Hier leuchtet zwar und blinkt zwar die ganze Zeit Gedankenspiele, aber irgendwie passiert nichts. Haben wir denn genug Hinweise? Warte mal, ich guck nochmal sie an. Weil hier ist ja, hier haben wir ja alles. Okay. Ich mach nochmal den hier. Mit Z, aber hier wird nichts mehr aufgeleuchtet. Da ist noch was. Someone was not happy with his post. Brief über gestohlenen Ring. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und den Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür einbringen konnten, dass er an einem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie darüber über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Lieutenant Gravour, Polizeikommissariat Marseillais. Alle Hinweise erhalten. Aha. Fallmappe. So, wir haben den Brief und wir haben Gedankenspiele. Der Dieb hängte seine Taten den Dienern an. Miss Emma bestahl auf Lord Cravens und machte ihm glauben, dass es der Diener war. Wenn sich Luca Galici und Mrs. Emma bereits früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Luca Galici wusste womöglich, dass Mr. Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Luca Galici ist der Mörder. Mrs. Emma wollte dem Medium Luca Galici ihren Diebstahl, Diamantendiebstahl anhängen. Aus Rache erwürgte er die Diebin.
Luca Galici zur Verantwortung ziehen. Luca Galici ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seinen Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mr. Emma. Luca Galici zur Flucht verhelfen. Für Luca Galici ging es um Leben und Tod. Da er bereits einiges auf dem Kerbholz hat, hätte seine Festnahme wohl den Tod bedeutet, was Mrs. Emma wusste. Ich werde ihn nicht daran hindern zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Ich will trotzdem mal eben einmal ändern. So. Was ergibt das jetzt? Das widerspricht sich hiermit dann. Das wäre auch eine Schlussfolgerung. Lord Craven war außer sich vor Wut, als er herausfand, dass Mrs. Emma ihn bestohlen hatte. Lord Craven ist der Mörder. Lord Craven kann sein Temperament nur schwer im Zaun halten. Als er herausfand, dass Mrs. Emma ihn bestohlen hatte, überkam ihn die Wut und er würgte die Diebin. Lord Craven kann sein Temperament nur schwer im Zaun halten, aber er verfügt über den Einfluss und die finanziellen Mittel, um stets ungeschoren davonzukommen. Ich muss dafür sorgen, dass er endlich zur Verantwortung gezogen wird. Lord Craven, Gnade für Lord Craven. Lord Craven geriet in den Fängen einer professionellen Diebin. Zieht man Mrs. Emma kriminelle Vergangenheit in Betracht, kann er Mord als Akt der Selbstverteidigung gewertet werden. Boah, das ist schwierig. Sind beides gute Argumente. Lord Craven, sowohl auch das Medium, Mr. Galicki, oder wie der heißt. Boah, schwierig. Ich traue Lord Craven auch nicht so richtig über die Brüstung, muss ich sagen. Aber das mit dem Ring ist schon komisch. Die könnten aber auch gemeinsame Sache gemacht haben mit dem Ring. Ja, mit dem Diamanten. Also Mrs. Emma und das Medium. Und wollten eigentlich den... Aber warum lag der Diamant daneben? Das ist mir noch nicht ganz schlüssig. Was würde das eine Begründung machen, dass der Galici sie umgebracht hat, aber dann die Diamanten liegen lässt? Wenn die doch beide zusammenarbeiten, dann hätte er sie ja eigentlich nicht umgebracht. Ich schätze, Lord Craven hat vielleicht das rausgefunden, dass sie eine Diebin war. Weil die sind ja anscheinend ja auch nicht verheiratet, ne? Aber er wusste, er hat ja anscheinend ja auch nicht irgendwie komisch reagiert mit dem... Miss Emma bestahl auf Reisen Lord Craven und machte ihn glauben, dass die Diener es waren. Wenn sich Luca Galici und Mrs. Emma bereits früher kannten, wusste er womöglich, dass sie die Diebin war. Achso, das widerspricht sich ja. Kratzspuren und Angelicis Handgelenk stammen von den ruppigen Bediensteten, die auf sein Zimmer brachten. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bleib bei der Tatsache, dass, Ich bleib bei der Tatsache, dass, der Mörder hatte genug Zeit, Mrs. Emma, weil er war ja an der Lobby. Er hat ja was getrunken. Das stimmt ja überein mit den Aussagen der Zeugen. Deswegen würde ich sagen, dass tatsächlich der Galici der Mörder war. Jetzt können wir natürlich ihm auch zur Flucht verhelfen, weil er kein gutes Leben hat. Das Problem ist, was ich sehe, ja, ich verstehe, dass er ein schlechtes Leben hat, dass er auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen ist und dass er versucht, irgendwie wieder nach oben zu kommen. Aber... mit Mord ist das... Nein, das macht man nicht. Klar, ne? Er hat viel auf dem Kerbholz, so wie es hier steht, ne? Und seine Festnahme hätte wohl den Tod zu bedeuten, was Emma wusste. Und ich werde ihn nicht daran hindern, zu fliehen, ein neues Leben zu beginnen. Das heißt... Emma wusste, dass er viel auf dem Kerbholz hatte. Das könnte natürlich sein.
Aber ich glaube, ich würde ihn tatsächlich zur Verantwortung ziehen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir nehmen das. Oh, ich hoffe, es ist richtig. Ich bin so... Ich weiß es nicht, Mann. Ich bin... Oh, das ist schwierig. Es könnte aber auch... Oh, Mann. Es könnte aber auch Craven sein. Aber Craven hat ein gutes Alibi. Er war in einer Bar. Und er hat keins. Er hat kein Alibi. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er sein Rachgelüste freien Lauf und tötete Mr. Emma. Sie kannten sich ja. Was ich ja halt nicht verstehe, wenn sie gemeinsame Sache gemacht hätten, hätte er sie ja nicht umgebracht. Eigentlich. Weil warum sollte er sie ja dann umbringen? Vielleicht, weil sie es wusste. Weil hier steht ja, sie wusste es, ne? Dass er ja quasi... ein Betrüger ist vielleicht. Ich nehme das jetzt, komm. Ich nehme das. Okay. Oh Gott. Luca Galici zur Verantwortung ziehen. Luca Galici ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seine Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mr. Emma. Schlussfolgerung ändern. Ich kann das nochmal ändern. Zur Flucht verhelfen. Luca Galici zur Flucht verhelfen. Für Luca Galici ging es um Leben und Tod. Da er bereits einige auf dem Kerbholz hatte. Achso, wir sehen da nur Bilder dazu. Ich bleib dabei. Habe ich das jetzt gemacht? Ist das richtig? Wähle ich das aus? Wie wähle ich das aus? Gar nicht? Schlüsselhinweis erhalten. Dün, 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 dün. Heißt? Achso, das hatten wir ja schon. Muss ich Ihnen jetzt quasi die frohlige Botschaft mitteilen? Beschuldigen. Oh Luca Galici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Oh, stimmt, er war ja eingeschlossen. Oh, Moment, aber er hätte ja auch das Schloss, weil es leicht zu knacken war, auch brechen können. Genau. Schlösser können gut geknackt werden. Kratzer überführen sie. Sie wussten von Emmas Diebstahl. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Yes, yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. Du-dum. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Oh, man. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us. Stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Oh, gut, dass wir uns nochmal entscheiden können.
Oh Mann, traurig. Es ist sehr traurig, muss ich sagen. Aber Mord geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Mord kannst du nicht bringen, Mann. Luca Galinci. Du kannst doch nicht einfach eine Frau umbringen, auch wenn sie dein Leben ruiniert hat. Es, er muss bestraft werden. Auch wenn ich ihn gerne laufen lassen würde, ich weiß, aber das geht nicht. Er wird es ja wahrscheinlich wieder tun. Das ist halt so der Gedanke. Na, auch wenn es eine traurige Geschichte ist von ihm. Aber hey, wir haben den Fall gelöst. Wir waren auf der richtigen Spur. Sehr schön. Aber er muss bestraft werden. Auch wenn es seinen Tod bedeutet. Na, ich weiß zwar nicht, woher er es weiß, dass es seinen Tod bedeutet, aber gut. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you? Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Geister der Vergangenheit, Fall abgeschlossen. Juhu, sehr geil. Oh mein Gott, Freunde, wir haben's. Wir haben unseren ersten Fall gelöst und noch richtig. Ich bin so glücklich, ja. Und das wird noch so spannend. Das wird so spannend und so aufregend noch. So, lass mal gucken. Fallmappe, zurück auf Condorna. Ich habe eine Nacht im Li Palazzo del Lusso verbracht und das hat bereits gereicht, um einen Kriminalfall verwickelt zu werden. So hatte ich mir meine Zeit auf Cordona nicht vorgestellt. Aber die Aufregung des Falles hat mich von finsteren Gedanken abgehalten. Jetzt wird es Zeit, auf den Friedhof in Miners End zu gehen. Den Grabstein meiner Mutter erkenne ich an der Statue eines weinenden Engels. So, da müssen wir jetzt hin. Mutterliebe Gedankenspiele, mein imaginärer Freund John. Aha! John ist seit meiner Kindheit mein Freund. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass nur ich ihn sehen kann. Oh Gott, läuft das doch auf Cthulhu hin? Ich weiß es nicht. Sherry, I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. Ja, das mag sein. So, Freunde, oh, wie schön das aussieht, ne? Muss ich sagen, richtig hübsch. Hallo Lady, kann ich mit Ihnen reden? Nein, es geht nicht. Okay. Wir müssen zum Friedhof, ne? Wo ist denn der Friedhof? Der Friedhof ist wo? Auf den Friedhof in Miners End zu gehen. Wo ist denn Miners End? Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn Miners End Friedhof? Altstadt? Da ist Miners End. Und der Friedhof ist wo? Gute Frage, ne?
Das sind ja Marktplatz und Dings, ne?